Nun, Kinder, das war die Geschichte um die Belagerung Wiens 1683. Diese endete, als endlich Hilfe eintraf. Das polnische Entsatzheer kam den Wienern zu Hilfe. Gemeinsam kämpften sie gegen Karl Mustafa und besiegten ihn. Karl Mustafa hat verloren und muss Wien verlassen. Frau Edelmann, also Karl Mustafa war doch ein Türke, oder? Ja, Leon, das stimmt. Also genau wie Aisha. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es vielleicht ihr Großvater ist. Also. Nein, ich kenne ihn nicht. Ja, aber du bist Türkin, deine Eltern sind Türken und du trägst ein Kopftuch, genau wie Karl Mustafa. Aber er trägt ja auch eine Kappe. Er hat Recht, es zu tragen, und warum ich nicht? Genug, Kinder. Genug. Leon, Aisha trägt ein Kopftuch, weil sie Muslimin ist. Ah, okay, Frau Professor Edelmann. Aber ich habe gedacht, Karl Mustafa ist auch ein Muslim, oder? Nein, er ist nicht. Das ist eine Lüge. Aisha, das ist keine persönliche Geschichte von dir. Das ist die Geschichte von 1683. Wir beruhigen uns also. Ja? Inilah Vienna, kota lahirnya pemusik klasik dunia seperti Schubert dan Johann Strauss. Sementara Mozart dan Beethoven memilih menghabiskan seluruh hidupnya di kota ini, menciptakan musik klasik yang melegenda sepanjang masa. Rasa cinta yang membawa mereka berada di kota ini. Demikian pula aku. Kupikir hidup bersama dengan suamiku Rangga yang mendapat beasiswa S3 di negeri ini merupakan sesuatu yang menyenangkan dan manis untuk dijalani. Ternyata, semua tidak semudah yang kami bayangkan. Is this chicken or pork? Sie müssen Deutsch reden, ich verstehe Sie sonst nichts. What? Chicken? Ah, na, das ist nicht Händel, das ist Schweinefleisch. Schweinefleisch. Das Händel ist schon aus. I don't understand. No, I want chicken. Sind Sie Moslem? Ja. Ja. Da habe ich was für Sie. Da? Fruit. Das ist sehr gesund für Sie. Nicht. Oh ja. Yeah. Ja. Tschüss. Oh, yeah, thank you. Ketika suamiku Rangga sibuk dengan kuliahnya, aku menghabiskan hari-hariku menjelajahi setiap sudut kota Wina. Ich kann alles machen, was ich brauche. Ich brauche Arbeit. Es tut mir leid, ich habe keine Arbeit für Sie. Bitte gehen Sie. Bitte. Ich brauche aber dringend einen Job. Ich habe aber keinen Job für Sie. Außerdem können Sie nicht gut Deutsch und eine Mitarbeiterin mit Kopftuch nehme ich auch nicht. Tut mir leid. Bitte, Frau Lena. Sulit mencari kerja di sini kalau tidak lancar berbahasa Jerman. Tak mudah hidup di Eropa dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Jauh dari keluarga dan sahabat untuk bercerita. Tiga bulan berlalu, semua yang manis mulai menjadi hambar ketika tidak ada apapun yang bisa aku lakukan. Segalanya begitu berbeda tatkala aku dan Rangga dijemput berbagai dilema.
Menjadi pengangguran dan hidup mendekam di apartemen membuatku bosan. Sempat terfikir olehku untuk kembali pulang ke Indonesia. Hingga akhirnya, aku menemukan sesuatu. Dan selanjutnya, ternyata merubah hidupku. Hey. I was waiting for you at the cafeteria. Where have you been? I'm eating. Are you on a diet? No, there's no chicken inside. Agama kamu ribet banget. Tahu nggak? Daging babi itu enak. Belum lagi di Eropa ini, daging babi itu paling murah. Udah pernah nyoba? You have to try. You don't need to. It's your dog? Yes. Stella? Hey. Oh, Stella. Stella. Di negaraku ada beberapa orang yang makan anjing seperti ini. That's crazy, man. That's... Hah? Aku gak mungkin makan daging anjing aku sendiri. Kenapa? I love him so much. The same thing. I love my God so much. Gak mungkin aku melanggar aturan dia. You want to try the food? Gak heran ya, Profesor Anhat memuji disertasi kamu setinggi langit. Thank you. Try it. No, I'd rather eat pork. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Having a good time, guys. Ini kari ayam masakan istriku untuk kamu. Terima kasih. Ayam? Chicken. Ayam. Want to try? Nah, aku nggak suka curry, bau banget. Sorry ya, bukan maksud menghina makanan istri kamu. It's okay, Stephen. Don't worry. Even I don't mind. Is that? You smell like pork too, Stephen. And it's just not my thing. All right, guys, take care. I'll see you inside. No, no, no. It's joking. Guten Morgen. Mein Name ist Elfriede Baumann. Ich freue mich sehr, euch in diesem Deutschkurs zu begrüßen. It's my pleasure to introduce you to this German lesson. Okay, jetzt schauen wir mal, wer anwesend ist. Roxana Benedek. Ist hier, wunderbar. Erika Bogajew. Ist hier. Hallo. Dann Hanum Salsabiela. Hanum Salsabiela. Hallo. Hallo. Wo sind Sie her? I'm from Indonesia. Oh, how nice. Okay. Fatma Pasha. Frau Pasha? Hallo? Sorry, Emily. Wie heißen Sie? Fatma. Fatma Pasha. Dann können wir jetzt mit unserer ersten Übung beginnen. We now start with our first lesson.
we introduce ourselves in German.